Das renommierte Automagazin Automotor und Sport hat seine Leser aufgerufen, die besten Autos 2011 zu wählen. Keine leichte Wahl, schließlich ging es darum, aus insgesamt 315 Modellen die besten zu finden. Für die Autobauer ist diese Wahl eine ganz wichtige. Schließlich ist es nicht eine Fachjury, die über die Sieger entscheidet, sondern die autointeressierten Leser. Oder anders gesagt, die potenziellen Kunden. In diesem Jahr gab es einige Neuheiten, die sich erstmals zur Wahl stellten. Ob diese in der Lesergunst ankommen, war die spannende Frage. Eine trat im Segment Kleinwagen gegen äußerst starke Konkurrenten an, der Audi A1. Und er schaffte sogar das Kunststück, mit 43,1% der Stimmen den bisherigen Dauersieger VW Polo auf Platz 2 zu verweisen. In den vergangenen Jahren hat der VW Golf die Kategorie Kompaktwagen immer gewinnen können. Auch 2011 führte am Wolfsburger kein Weg vorbei. Im Gegenteil, er konnte seinen Führungsanspruch mit einem 3%igen Stimmgewinn noch weiter ausbauen. 31,8% gingen an den Wolfsburger. Der BMW 1er ist in der Gunst der Leser auf den zweiten Rang gekommen. Mit 17,8% kann man aber schon von einem deutlichen Rückstand reden. In der Mittelklasse gab es diesmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Platz 3 ging mit 21,6% an den 3er BMW. Nur 0,1% davon entfernt die C-Klasse auf Platz 2 und der Sieger ist der Audi A4 mit 27,5% der Stimmen. In der Wahl zum Sieger in der Importwertung der Mittelklasse war der Skoda Superb überragend. 28% bedeuten Platz 1. Der Volvo S60 und V60 schaffte es mit 12,4% auf Rang 2. Audi war mit dem Q5 in der Kategorie Geländewagen äußerst erfolgreich. Der Ingolstädter holte mit 12,4% den Sieg vor der Mercedes G-Klasse und dem Porsche Cayenne. Die besten Vans des Jahres kommen nach Meinung der Automotor- und Sportleser aus Wolfsburg. Platz 2 der neue Charan, auf den ersten Platz auch 2011 ein Dauersieger, der VW Multivan. Der Seat Alhambra liefert bei der Importwertung unter den Vans ein sauberes Ergebnis ab. Sieg mit ordentlichen 17,7%. Die Zahl der Sieger ist diesmal groß. Auch im kommenden Jahr werden die Automotor- und Sportleser wieder abstimmen dürfen, welches die besten Autos des Jahres sind.